Ja, was in der BRD wieder los ist, das glaubt man ja überhaupt nicht. Das fällt wirklich schwer zu glauben. Mit dem Thilo Sarrazin, dass da die Staatsanwaltschaft gegen den ermittelt wegen Volksverhetzung, das ist wirklich eine der unglaublichsten Geschichten. Und mir kann auch keiner erzählen, dass das normal ist, dass sie da ermitteln bei jeder Anzeige wegen Volksverhetzung. Wenn ich Stefan Kramer oder den verstorbenen Paul Spiegel angezeigt hätte, kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendein Anfangsverdacht bei der auf Seiten der Staatsanwaltschaft bestanden hätte und die da je irgendwie ein Ermittlungsverfahren auch nur geprüft hätten, ansatzweise. Die BRD hört wirklich auf, ein Rechtsstaat zu sein. Was die Anschauungen von Sarrazin betrifft, es fällt wirklich auf, dass in der Sache keiner überhaupt auf ihn eingeht, sondern es heißt, dass sein Ton so hetzerisch sei. Na gut, in der öffentlichen Diskussion muss man sich schon ein wenig polemisch ausdrücken, um auch nur ein bisschen Gehör zu kriegen. Das ist nun mal so üblich. Und wenn er sich sehr viel diplomatischer ausgedrückt hätte, hätte wohl kaum irgendjemand das Interview beachtet. Darüber finde ich nicht, dass das zu hetzerisch ist. Es ist im Prinzip durchaus freundlich ausgedrückt. Ein bisschen derb vielleicht, ja, was Sarrazin da gesagt hat, aber schockierend ist das nun wirklich nicht. Und wenn man sich vorstellt, wie Migranten, türkische, arabische Einwanderer und andere, wie die sich zum Teil ausdrücken, und da passiert nicht das Geringste. Und in der Sache widerspricht ihm wirklich keiner. Und in der Sache wird sich auch kaum einer trauen, gegen ihn zu argumentieren. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass irgendeiner da dieses Wagnis eingehen würde. Aber zur Sache möchte ich mal sagen, das ist wirklich traurig, was in der BRD abgeht. Diese Migrantengewalt, die ist so alltäglich für die deutsche Bevölkerung inzwischen. Und die Politiker haben ihr eigenes Volk derart verraten und stellen sich nicht im geringsten vor sie, vor es, das eigene Volk. Also diese Brutalität der Migranten, was es da für Fälle gibt, dieses Treten auf am Boden liegende, sowas gab es doch wirklich nicht vor 20 Jahren. Und ich kann mir auch kaum einen Nicht-Migrationshintergrundler vorstellen, der sich so verhalten würde. Wenn man sich da wirklich mal die Fälle anschaut von dieser beispiellosen Brutalität, die vollkommen Unbeteiligte aus heiterem Himmel treffen kann, man kann über den Marktplatz spazieren gehen und wird plötzlich von fünf Menschen, jungen Männern türkischer Abstammung, brutal zusammengeschlagen und getreten. Und zwar mit einer derartigen Brutalität auf am Boden liegende, wird eingetreten mit aller Kraft, wie es das wirklich sonst nicht häufig gab. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Fälle in der heutigen BRD gibt, wo ein Nicht-Migrationshintergrund eine derartige Brutalität zeigt. Das können nicht viele Fälle sein, aber von Seiten der Migra-Hintergründler muss das massenweise sein. Und die Politiker sind wirklich, das sind wirklich schäbige Verräter. Ja, man muss den BRDlern allerdings auch ein bisschen vorwerfen, die ganzen türkischen, viele der, ich sage natürlich immer, ich räume natürlich ein, dass es nicht alle sind, ja. Es sind wahrscheinlich sehr, sehr viele. Den genauen Prozentsatz kenne ich nicht. Ich muss aber schon einräumen, dass es natürlich nicht alle sind, ja. Aber viele von denen, die sind so zu solchen Gangs zusammengeschlossen und so stehen wirklich nicht allein, während die BRDler wirklich die perfekten Opfer sind, ja, weil wirklich keine Freunde haben, die ihnen helfen würden, ja, und schon gar keine Passanten, die ihnen helfen würden. Und da wird immer so viel von Zivilcourage gesprochen. Ja, Zivilcourage, wenn das vor 100 Jahren passiert wäre in Deutschland, dass Migranten sich so verhalten, da hätten sich die Leute aber zusammengetan gegen die. Das wäre undenkbar gewesen vor 100 Jahren, wenn da irgendwelche türkischen Einwanderer da Deutsche zusammengeschlagen hätten, dann hätten sich die Deutschen noch gewehrt. Aber
Heute scheint Deutschland so eine verweichlichte Nation zu sein, die sich alles gefallen lässt. Natürlich, die Hauptschuld, das Gewaltmonopol hat natürlich der Staat, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Und es wäre natürlich die Aufgabe der Polizei, da entschieden durchzugreifen und im Auftrag der Politik natürlich, dass das nicht geschieht, ist schon mal ein schäbiger Verrat. Aber es stimmt natürlich schon, dass es in gewisser Weise traurig ist, dass deutsche Deutschen nicht helfen. Ja. Dass die wegschauen, wenn ihre eigenen Landsleute von diesen Migra-Hintergrundlern zusammengetreten werden. Und dass die, selbst wenn sie helfen würden, dass die gar keine Chance hätten. Das ist schon traurig, dieser Grad der Verweichlichung. Aber. Ja, das war es für heute.